Hallo, damit herzlich willkommen einmal wieder zurück zum Supermarkt Simulator mit meiner Wenigkeit. Ich grüße euch. Moin, moin, moin. So, ich habe ein bisschen vorgespielt. Ihr seht, ich bin jetzt Level 9. Das heißt, wir haben glücklicherweise mal wieder die Chance, eine neue Lizenz zu erwerben. Ist das nicht großartig? Ist doch deutlich großartig. Aber bevor wir, ne, da wollte ich nicht hin, bevor wir diese Lizenz erwerben, wollte ich mal im Bereich Möbel und im Bereich Dings hier, so, in den Warenkorb legen, erstmal geschmeidige $80 ausgeben, ne, also ganz geschmeidige $80, für zwei Lampen, ne. Denn ihr habt es ja dementsprechend schon angemerkt, ja, es ist mit der Erweiterung ein bisschen dunkel geworden. Deswegen machen wir hier die Lampen ran. Ja, sieht auch schon deutlich besser aus. So, sehr schön. Also, Level 9, das heißt, wir können uns eine neue Lizenz oder zwei neue Lizenzen kaufen für $550. Das ist also noch nicht mal wirklich krass. Wir haben Kuchen, Süßigkeiten, neues Müsli, Schokoladenriegel und Joghurt oder Orangensaft. Frag nicht, was für Saft, einfach Orangensaft. Apfelsaft, Milch im 6er-Pack und Soda. Und ich gehe mal stark davon aus, dass das mehr in die Kühlschrankebene geht. Deswegen würde ich mir gern diese Produktlizenz kaufen. Mit den ganzen Kuchengedöns. Denn da haben wir jetzt noch $118 und das wird nicht mehr vorne und hinten ausreichen, das Ganze überhaupt einzukaufen. Da bin ich mir relativ sicher. Aber gut, schauen wir einfach mal, wo das ganze Gedöns jetzt hier mit dabei ist. Kuchen. Es gibt jetzt also zweimal Kuchen, 15 und 18. Ja, Costa Quanta auch unterschiedlich, aber gut, pack mal ein. Dann Süßigkeiten gehören auch mit ins Regal. Okay. Dann haben wir noch ein neues Müsli für 30, Schokoladenriegel und auch den Joghurt. Der Joghurt kommt aber mit in den Kühlschrank. Okay, 72, ja, es wird eng. Das wird sehr eng. Sehr eng. Also so, hier ist Feierabend, ne, kann man ja auch dazu sagen. Plus, wir haben ja noch 4 Artikel, habe ich überhaupt so viel Platz dafür? Naja, nicht wirklich. Ich habe jetzt noch Platz für 2 ganze Artikel. Plus das Öl geht uns noch aus. Das ist natürlich auch eine schwierige Sache, um mal wieder nicht alles mit einzunehmen. Wunderbar. Okay, dann lasse ich mal den Kuchen hier raus. Schau mir mal ins Öl hier. Nimm den Öl noch mit rein. Genau. Und dadurch, dass ich jetzt noch 2 habe, nehme ich mal die Süßigkeiten noch mit raus und dann kaufen wir das Ganze jetzt erstmal. Dann bleiben uns noch ganze $30 übrig. Immerhin. So, Regal ist voll, das freut mich. Dann stellen wir das mal wieder hier ab. Ich habe nämlich schon an sich alles neu aufgefüllt. So ist es ja nicht, so sieht das neue Müsli jetzt aus. Eigentlich könnte das da auch da runter, aber erstmal eine andere Geschichte. Und jetzt haben wir hier noch den Le französischen Kuchen. Ist das leer? Ja, das ist leer. Da wird es jetzt natürlich einige Kunden geben, die jetzt sagen werden, jo, entspricht jetzt nicht so ganz unserer Anforderung im Sinne von, wir hätten es gern mal so und so, ne? Aber egal. Preise sind überall da. Das haut hier hin. Wir machen jetzt erstmal oben. Ne? Und dann werden wir erstmal ein bisschen Kohle verdienen, dass das so läuft, wie es läuft. Ach, guck mal hier, der Puderzucker ist auch schon wieder out of irgendwas. Habe ich den hier noch? Ne, das ist dieser komische Reis, ne? Ja, das ist der Reis. Der bringt uns nichts. Okay, warte, da muss ich mal kurz Puder. Reicht das noch von der gerade so. Dann ist. Ja, kling lang. Dann ist aber halt auch wirklich gleich Feierabend hier. So, ja. Warten Sie kurz. Mahlzeit. Einmal mit Kärtchen. Kärtchen ist immer gut. 5,956. Dankeschön. Ja, natürlich ist es jetzt hier wieder aufs Übelste. Ganz klarer Hase. Bitteschön. So, dann machen sie weiter. Wir haben die Regale fast voll, ne? Also, mir fehlen die Regale, das ist so ein bisschen das Problem. Oh, das ist aber Großeinkauf. Das haben sie gut gemacht. 51 sind das.
Wechselgeld gibt's gar keins. Nur dann herzlichen Glückwunsch, Strumpf. Aber wir brauchen ein neues Regal. Aber das Regal kostet uns Geld. Das heißt, wir müssen mindestens erstmal einen Teil. Also, ich weiß gar nicht, was kostet das Regal. Aber das Regal, Regal, Kühlschrank, Regal, Kühlschrank B, Gefrierschrank, Scheinwerfer. $200. Wir brauchen $200. Sorgen Sie bitte dafür, dass wir $200 einnehmen. Ja, ja, ich konnte den Kuchen auch nicht finden. Und ich sorge dann dafür, dass Sie noch mehr Angebot bekommen. Ist das ein Deal oder ist das ein Deal? Ist doch ein Deal, oder? So, Dankeschön. Das ist nämlich auch mal ein sehr großen Einkauf. Und dann kriegen sie trotzdem noch 44 zurück, ne? Ist schlimm. Es ist wirklich schlimm. Danke. So, 5, 9, 1, 2, 3. Ja, ja. Irgendwie sind sie alle so gierig nach den Kuchen, ne? Alle sind sie gierig nach den Kuchen. Irgendwas fehlt hier unten. Ich bin mir noch gerade nicht mehr sicher, was. Der Reis ist es nicht. Da sind wir bei 1168. Dankeschön. Was war hier unten, klar nochmal? Also hier ist Mehl, da ist nochmal Puderzucker. Kann ich auch klar nochmal nachfüllen hier. Dann ist das Ding nämlich auch schon wieder alle. So, dann hab ich noch Öl. Ja, ja, klar. Okay, Mahlzeit. 22,65. Dankeschön. Süßigkeiten haben gefehlt. Ja, na, wie gesagt, da habe ich leider keinen Platz dafür. So leid es mir aktuell tut. So, bitteschön. Salz. Ah, Salz. Stimmt, das Salz. Salz. Das war da mit drin. Stimmt. Moment, dann fügen wir das Salz wieder hier neu mit ein. Das ist ja jetzt gar kein Problem. So. Gut, Entschuldigung. Uns war da Salz ausgegangen. Na, ach, Alter. Nee, das ist zu viel. Geld zurückgeben. Du kannst Geld zurücklegen, indem du Rechtsklick auf den Schein in der Kasse drückst. Ah, okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann hier und dann so und dann 98. So, Dankeschön. Ja, ja, Schokoladenriegel. Aha. 2, 6, 1. Ach, könnt ihr nicht mal ein bisschen mehr mit Karte bezahlen? Ist angenehmer. Da haben sie aber beim Salzleib wieder ganz gut zugeschlagen hier, ne? Jetzt kommen aber auch mal ordentliche Kunden hier. Ja, ja, ich kann auch so einiges nicht finden. So, 47,07. Danke. Ja, die Großeinkäufe werden auf jeden Fall mehr. Ordentlich mehr. 40. Dankeschön, Dankeschön. So, jetzt ist schon wieder hier das eine Müsli alle. Muss ich ja noch nebenbei hier nochmal nachkaufen. Das Schokoladenmüsli ist alle. Ja. Das Mehl geht alle, das geht alle, es geht ja alles alle hier. Und im Moment, please. Die Nudeln gehen alle. Die anderen Spaghetti gehen alle. Das ist ja, ich komme ja gar nicht mehr hier zu irgendwas hier. So, warte mal, ich muss erstmal kurz hier holen. So, Moment, ich muss kurz hier. Oh, ich glitch. Hier nachfüllen. So, warten Sie bitte kurz. Also ein Andrang war in der letzten Zeit. Es gab auch jetzt wieder ein paar Patches und alles, ne, ist klar. Scheinbar wurde da der Kundenandrang dementsprechend etwas erhöht. Was ja auch zur vielsüchtigen Freude hier dazu beiträgt, insgesamt. Trotzdem fehlt hier, ich weiß gar nicht mehr, was jetzt hier unten überhaupt noch war. Also ich sehe gerade die Erdnussbutter, die fehlt auf jeden Fall noch. Das muss ich auch gerade mal noch mit nachlegen. Achso, ich müsste es auch noch bestellen. Ich mache erstmal das Licht an. Meine Damen und Herren, machen Sie keinen Stress. Ich weiß, Sie warten hier und so, aber ich kann es gerade nicht ändern. So, lassen Sie mich mal bitte durch hier. Danke. Gut, ich muss es erstmal abkassieren. Das ist ja eine Schlange hier. So, danke. Gehen Sie weiter. Joghurt konnten Sie nicht finden. Naja gut, das kommt in den besten Familien vor, dass der Joghurt nicht zu finden ist. So, sie konnten keine Süßigkeiten finden, ja. Alter, was ein Großeinkauf. Was ein Großeinkauf. So, dankeschön. Schokoladenriegel konnten sie nicht finden. Also, klar, ich habe gerade erst Erdnussbutter nachgefüllt.
Und gleich kaufen sie hier wieder alles fertig. So, was konnte er nicht finden? Mehl. Stimmt, stimmt. Der Mann hat recht. Es fehlt Mehl. Und es fehlt das blaue Mehl nach unten. Und es fehlt das Supreme-Mehl nach oben. Das ist soweit sogar absolut korrekt. Na? Das kommt nämlich hier mit rein. Und das normale blaue Mehl kommt hier unten mit rein. Sehr schön. So. Na, wunderbar. Hätten wir das Ganze auch erledigt. Okay. So, dann gibt's einmal 4 und dann 67. Dankeschön. Was konnten Sie nicht finden? Müsli? Naja, doch, ist da. Aber da waren sie a little bit zu spät. So, 9,98. Dankeschön. Einmal Wasser, einmal Käse. Dann gibt's 62 Cent wieder zurück. Dankeschön. Ja, das Mehl haben wir doch mittlerweile wieder da. Das Mehl ist doch mittlerweile wieder da. So. Ein Großeinkauf jagt den nächsten. Na, das ist ja der absolute Wahnsinn. Dankeschön. So, eine Salz. Und dann kriegen sie 1 Cent wieder. Das freut mir. Na klar, machen sie jetzt hier mit 82 Euro natürlich wieder einen auf ganz wichtig. Ganz klar. Dankeschön. Mehl. Ist das Mehl schon wieder alle? Nee. Aber irgendwas in der... Die Kasse ist voll. Ja, na ach. Erzähle mir nicht. So. Ich arbeite doch schon dementsprechend ab hier. So, na klar. 2,90. Was kostet die Welt? Ja, weiter. Wie gesagt, wenn sie mit Karte zahlen, da geht das auch alles dreimal schneller. So, Alter, auch wieder hier 5, 6 und dann hier noch 90 und 91. Jupp. Kein Kuchen, ja gut, der kommt noch. Und sie sind soweit zufrieden, das freut mir. So. Sehr schön. Mein Gott, das war mal ein Einkauf. Beziehungsweise ein Verkauf, sagen wir es mal eher so. Closet bitte. Möbel, Regal und bitte Regal. Achso, kann ich natürlich nicht nach 21 Uhr kaufen, ist klar. Deswegen drücken wir einmal Enter, dass wir hier vorbeikommen. 17 Kunden haben Produkte nicht gefunden, 500 haben wir gemacht. Nudeln gehen runter, das geht runter und der Kuchen geht nach oben. Sehr schön. Ich würde jetzt aber erst einmal das Regal bestellen, wenn es in Ordnung wäre. Dankeschön. Dann kann ich das nämlich hier auch wiederum mit hinstellen. Und dann, meine Damen und Herren, dann können wir ja mal ganz in Ruhe, mal hier ein bisschen sortieren. Ne? Dass das auch mal hier wird, wie es wird. Ich will das Regal nicht nehmen, sondern wie kriege ich denn das Ding wieder weg? Das ist ja eher mal so die Frage. Kann ich da hier mit rein? Die Box passt nicht zu der Größe. Ah, okay. Also, das geht, aber theoretisch gesehen nur zu einer gewissen Größe. Die Produkte müssen gleich sein, ne? Klar. Die Produkte, was ist denn da drin? Nudeln. Ach, das sind die Nudeln. Sehr schön. So, dann nehmen wir mal nämlich kurzerhand das hier raus. Das Brot. Und dann stellen wir das Brot mal kurzerhand hier hin, bei 4,35. Dann kann ich nämlich, ja, ist nicht in der richtigen Größe, dann kann ich nämlich mal hier das Müsli mit aufnehmen und kann das nämlich hier mit hinstellen. Ist nämlich auch ganz okay, dass wir da eine gewisse einheitliche Front haben. So. Dann fülle ich mal noch kurzerhand das ganze Gedöns hier wieder auf. Sehr schön. Dann haben wir hier diesen Reis, der ist ja mittlerweile, nennen wir es mal, auch leer. Dann kommt der Reis hier hin und den stelle ich mal kurz, ne, den gehe ich mal kurz hier hin. So, jetzt müssen wir erstmal kurz gucken. Ich brauche erstmal Kaffee, ne? Der Kaffee ist alle, also Kaffee. So, zack. Dann brauche ich Nudeln, ne? Normale Nudeln, wenn es geht, einfache Nudeln. So. Einfache Nudeln. Dann brauchen wir Öl. Ne? Weil Öl ist dann auch schon wieder
langsam gegen Ende. Mehl ist noch in Ordnung. Wir brauchen den Reis. Einmal mit dazu. Dann brauchen wir Salz. Das ist nämlich auch schon wieder zu Ende gegangen. Dann, ich weiß nicht, was jetzt hier oben gleich nochmal war. Die Erdnussbutter haben wir auf jeden Fall. Wir brauchen auf jeden Fall noch das andere Öl. Also sprich das Olivenöl. Brot könnte man auch wieder mit nachfüllen. Dass das auch ist. Geschnitten Brot. Sehr schön. Dann mal kurz gucken. Also, die Mehlgeschichte ist easy. Wasserflaschen muss ich gucken. Kaffee haben wir. Milch haben wir. Schwarzer Tee haben wir. Erdnussbutter, Olivenöl mit drinnen. Reis hab ich, Mehl hab ich. So, dann nehmen wir jetzt den Kuchen mit dazu und das gleich in zweifacher Ausführung und die Süßigkeiten nehmen wir auch noch mit rein. Schokoladenriegel nehmen wir noch mit rein und das nehmen wir auch noch. Ne, wir sind schon beim Maximum, wir haben sonst kein Geld mehr. Achso, ne, ich kann noch maximal 10 bestellen, okay. Ja, dann kaufe ich das mal kurzerhand. Na, mehr wie 10 geht nämlich nicht, ganz klar. So, dann nutzen wir das Fach hier mal für den Kuchen. Ist dann auch gleich alle die Packung. Sehr schön. Nehmen wir den nächsten. Haben wir Süßigkeiten. Süßigkeiten immer schön unten bei der Bückware. Ja, dass man das auch, dass die Kinder das auch gleich direkt mitkaufen können. So, dann haben wir noch die zweite Art von Kuchen. Den stellen wir dann dementsprechend gleich mal hier mit rein. So. Dann haben wir das nächste. Dann haben wir das geschnitten Brot. Sehr schön. Dann kommt die Verpackung hier mit rein. Die Verpackung schmeiße ich erstmal weg. Dann haben wir die Nudeln. Sehr schön. Verpackung voll. Kann ich dann. Naja, das passt natürlich nicht, weil eventuell hätte ich die Nudeln da irgendwie mit hingesetzt. Aber okay. Geht nicht. Will er nicht. So, Kaffee. Sehr schön. Dann geht der Kaffee nochmal hier mit rein. Dann machen wir weiter. Da haben wir das etwas teurere Öl. Obwohl mir das eigentlich ehrlicherweise gesagt ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, machen wir das mal bitte weg hier. Und setzen mal das Mehl hier rein. Also wenigstens gelohnt hier. Dankeschön. Und dann setzen wir das Öl mal hier mit rein. Das. Nee. Das Öl zu Öl steht und dass das alles hier kein Problem ist. So. Dann nehmen wir noch den nächsten. Da haben wir den Reis. Eine gewisse Warenordnung hier mal aufrechterhalten. So, dann haben wir Salz. Das Salz dann auch erstmal voll. So, nehmen wir das Ding wieder hier mit raus. Und dann haben wir jetzt noch das Öl. Und das ist dann auch erstmal mit voll. Dann stelle ich das mal kurzerhand hier mit hin. So, Öl. Dann haben wir hier den Kaffee. Da haben wir ja noch die Bämme. Das Salz. Da haben wir hier den Reis. Da haben wir hier den Tee. Da haben wir hier noch die Nudeln. Okay, gut. Irgendwas fehlt hier oben jetzt gerade eben noch. Na, das ist erstmal alles aufgefüllt. Reicht mehr oder weniger erstmal. Der Puderzucker ist eigentlich auch noch IO. Okay, gehen wir mal weiter. Wir haben ja noch 103 Dollar, die wir theoretisch gesehen ausgeben können. Ich schaue mal kurz in den Kühlschrank. Eier, Käse, Milch und Wasserflaschen. Alles in dem Sinne leer. Herzlichen Glückwunsch. Heißt also am Ende des Tages Wasser, Käse, Eier, Milch mit rein. Dann haben wir die Süßigkeiten, den Kuchen, den habe ich jetzt schon drinne gehabt. Dann nehmen wir noch den Joghurt mit rein und für den Rest reicht es leider nicht. Keine Schokoriegel, tut mir leid. Weil dann sind wir nämlich schon wieder bei 4 Dollar und dann hat sich das nämlich schon wieder erledigt gehabt. Dafür haben wir dann hier einmal den Joghurt mit rein. Da werden auch mehr geliefert, wie reingestellt werden können. Dann ist einmal die Milch hier dran. Sehr schön, geht die Milch noch hier hin. Dann machen wir weiter mit den Eiern. Sehr schön, gehen die Eier hier noch mit hin. Dann machen wir den Käse wieder voll. Sehr gut, da geht der Käse hier hin. Und dann noch zu guter Letzt die Wasserflaschen. Die gehen dann noch einmal hier mit hin. Gut.
Dann hätten wir fast alles. Kurz Preis checken. Der Kaffee ist nämlich gesunken. Das sind jetzt nur noch 9, was weiß ich, 39 machen wir. Machen wir 3 plus. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Da müssen wir auch runter mit dem Müsli, leider Gottes, bei 6,49 dann, würde ich sagen. Der Zucker ist in Ordnung, der Puderzucker ist in Ordnung. Das ist nicht gar nicht mehr in Ordnung. 2,99. Das Öl bei haut hin, das hier ist auch in Ordnung. So, machen wir hier weiter. 5,69 haut hin. Der Reis ist in Ordnung. Salz ist in Ordnung. Dann haben wir hier einmal den Kuchen. 4,20 ist in Ordnung. Das Mehl ist auch noch in Ordnung. Das ist auch okay. Und das ist auch okay. So, dann haben wir das Brot. Das ist okay. Dann 4,20 ist okay. Dann 4,18, dann machen wir 4,09 € würde ich sagen. Jawohl. Und hier haben wir auch noch keinen Preis. 2,21, 2,19 € würde ich sagen. Dann machen wir bei dem Zeug machen wir auf jeden Fall gut Gewinn. So, bei den Eiern ist es okay. Beim Käse ist es okay. Die Milch ist okay. Der Joghurt wird auf 1,99 gemacht. Und die Wasserflaschen sind auch okay. Okay, gut, dann, meine Damen und Herren, können wir starten, auch wenn uns immer noch Schokoriegel fehlen und irgendwas in den einen Regal sowieso auch noch. Aber es ist, naja. Wir haben aktuell eh keine Kohle dafür. Deswegen, beziehungsweise die Kunden werden uns ja schon sagen, was ihnen fehlt, beziehungsweise was sie denn gerne noch hätten. Habe ich hier oben? Ich habe hier oben. Sehr schön. Na, vor allen Dingen ja regaltechnisch gesehen. Ich muss ja auch noch Rechnungen in den ganzen Schnulli bezahlen, das ist ja klar. Aber aktuell erstmal nicht. Kommen Sie rein? Sie kommen natürlich nicht rein. Das ist ganz klar. Erstmal eine Stunde lang. Erstmal ja gar nichts. Gar nichts, gar nichts. Bis ich hier mal irgendwas. Da kommt die erste Kunde. Wahnsinn. Gestern gab es ja, wie gesagt, einen massiven Andrang hier. Das ist ja. Aber ihr wisst ja selber, was im gleichen Video passiert. So, greifen Sie zu, schöne Frau. Genau, der schöne Käse. Klar, eine Riesenauswahl, dann kaufen Sie zwei was, das sind mir aber die liebsten. Olivenöl und Käse und dann noch mit Karte. Na klar, bitteschön. So. Aber sie hat nicht gemeckert, dass irgendwas gefehlt hat. Deswegen, die geht aber schnurstracks zum Kühlregal. Da ist eine Wasserflasche drin gewesen. So. Mit Karte, es ist ein Träumchen. Es ist ein Träumchen. Vielen Dank. Dankeschön. Und da kommen die Kunden und stürmen den Laden. Also, das haben sie definitiv mit einem Update verbessert hier. Da kommen jetzt deutlich mehr Kunden. So, 1936. Keine Beanstandung, freut mir. 1876. Nur haben sie aber ordentlich gleich hier an der Kuchentheke zusammengelangt, ne du? Dankeschön. Schokoladenriegel, naja gut, das ist klar. Aber wie gesagt, kommt ja noch. Einfach mal ein little bit Geduld haben. Natürlich, eine Erdnussbutter mit Karte. Ganz klar. So, dann nutze ich gleich mal die Zeit und kaufe Schokoladenriegel. Cola haben wir ja nur. Ja, und ich habe erst mal das Fenster zugemacht, das ist auch okay. So. Die Schokoladenriegel. Ganz frisch, ganz neu. Schokoladenriegel. Sehr schön. Mehr ist auch nicht drin. So, Sie kaufen das nicht zum Selbstkostenpreis, Gottes Willen. 3,89 kostet die Schokolade. Ja. So, jetzt darf man aber eigentlich gefühlt alles haben. 18,37. Jedenfalls gibt es keine Beanstandung vorerst mal. Aber wie gesagt, ich glaube, da oben die Lücke. Ach, das teure Mehl wird wieder alle. Ja, gleich, gleich, gleich. Ich brauche noch das teure Mehl. Beziehungsweise habe ich da nicht hier noch. Ah, ne, das sind die Nudeln. Aber warte mal. Die Nudeln können auch weg. So, teures Mehl. Ohne Momento, teures Mehl. Ich muss das teure Mehl hier noch mit rein. Danke.
So, Entschuldigung. Zack, 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 zack. Und sie haben gleich für die Schokolade zugeschlagen, ne? Klar, hoffentlich war es nicht zum Selbstkostenpreis. Ich glaub's aber fast. So, die Kasse ist voll. Na, ach, Junge. Erzähle mal was Neues. So, 25, 15. Bitteschön. So, mit Kärtchen hier. 9,97. Und 36,99. Müsli. Stimmt, das Müsli ist uns alle gegangen. Das ist noch das Evere halt. Das ist noch das, ja, gleich. Das ist noch das Evere Müsli, ne? Ja, gut, dann. Ah ne, das war das teure Müsli, verdammt. Egal, stell ich auch nochmal nach. Teures Müsli, billiges Müsli. Können wir ja trotzdem hier mal kurzerhand nachfüllen. Warten Sie kurz, gehen Sie mir mal bitte aus dem Weg. Blockieren Sie mal bitte in meinen Lager. Dankeschön. Guck mal, ja, das teure Müsli. Aber es ist teurer, so viel teurer ist es gar nicht. Ne, sogar billiger. Ah ne, es ist billigere Müsli. Was sag ich da mal teuer dazu? So, moin. Zweimal Olivenöl. Na klar, 13,98 werden es dann bitte. Dankeschön. Sehr schön, mit Joghurt 34,87. Moin, moin, moin. Dankeschön. 4 Cent kriegen sie wieder. Danke, weiter bitte. Der nächste. So, dann sind wir bei 40,78. Dankeschön. Machen wir weiter. 6,37. Bitte. Dann kriegen sie 5, 6, 7, 8 und dann auch noch 90, 91, dankeschön. Die Regale werden schon wieder leer, es ist eine Katastrophe, 26, 45. Aber ich wüsste ja nicht mehr auf die Schnelle hier, was denn hier schon wieder aus... Ich glaube, der Reis ist ausgelaufen. Ne, der Reis ist hier unten. Was war denn hier neben dem Ding? Ich muss mal wieder Licht anmachen. Naja, die Kunden werden es mir schon sagen, wenn was fehlt. So, 18,50. Auf jeden Fall da. Der Puderzucker geht aus. Kaffee sieht auch schon wieder schrecklich aus. Aber naja, 27,65. Und 9,68. Sehr schön. Und da kommen wir trotzdem schon wieder die nächsten Reihe gelutscht. Hallo, Wasser bitte hier nachfüllen. Milch geht vor allen Dingen alles, auch nicht schlecht. Ist voll. So, lassen Sie mich bitte kurz hier nachfüllen. Lassen Sie mir die Zeit. Dankeschön. So, füllen Sie mir nochmal den Käse hier. Ist der leer? Der ist leer. Dann geben Sie mir mal bitte noch kurz Zeit für den Joghurt. Öl geht da auch nochmal mit rein. Ist das Öl auch schon wieder alle? Puderzucker hab ich jetzt gehen. Dann kann ich ja noch ein Paket Eier mitnehmen. So, Sie können kurz warten, ne? Also das ist keine Frage, das ist so eine generelle Feststellung. Sie können warten. So, gucken wir mal. Das. Joghurt hab ich nachgefüllt. Dann hab ich noch ein Bäckel Kaffee. So. Dann hab ich noch Brot. Das Brot ist dann auch alle. Ja, und jetzt muss ich euch noch abkassieren, ja. Herr Klar, ich glaube, da ist so ein Experte hier dabei. Spaghetti-Nudeln. Stimmt, Spaghetti-Nudeln sind alle. Da haben sie auf jeden Fall einen richtigen Punkt getroffen. Das stimmt. Die Spaghetti-Nudeln. Ach, jetzt kommen die alle mit ihren, Kack-Bargeld, ja. Na, Hauptsache eh nochmal mit Karte. Hätte aber auch eine Ruhe höhere Summe sein dürfen. Dankeschön. 42,69. 28,03. Dann haben wir 30,42.
Sehr schön. Und dann haben wir die ganze. Gut. Erfolgreich beendet. $600. Stimmt, Spaghetti-Nudeln, die waren ja drin. Na ja, da, irgendwas war, sag ich ja. Irgendwas war auf jeden Fall. Also, mit dem Update jetzt oder mit den Updates schauen wir, dass jetzt hier deutlich mehr Leute kommen als vorher. Da muss ich jetzt schon fast wieder sagen, dann könnte man jetzt für die nächste Folge definitiv überlegen, ob wir nicht einen Kassierer einstellen, weil dann sind wir größtenteils hier nur beschäftigt, die Waren hier einzuräumen. Weil während des Kassierens, ihr seht es ja selber, ist mittlerweile eher Krise wie angenehm. Also von daher würde ich das dann mal mit dem Kassierer bevorzugen. Auch wenn der natürlich Kohle kostet, ist klar. Aber mal gucken, wie es wird und so. Aber ja, gut, dann würde ich sagen, Tag beenden. Es gab auf jeden Fall 32 Kunden, das ist halt viel. Muss man auch dazu sagen, das ist halt schon viel. Na, Bestellkosten, Erweiterungskosten, stimmt, kommt ja auch noch mal dazu mit dem Regal. Aber passt. Gut, meine Süßen, dann sind wir erstmal wieder fertig hier für den Part. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und diesmal ist es so nicht so lange Pause dazwischen versprochen. In dem Sinne, bis dann, haut rein, Tschüssikowski, tschüss.